Herzlich willkommen zur heutigen Tagesenergie mit Medium, Intuitivheilerin und Seelenschamanin Britta C. Lambert. Bitte höre dir diese Botschaft bis zum Schluss an, hier bekommst du weitere Hinweise von mir. Fühle dich nun motiviert und inspiriert, dein volles Potenzial zu entfalten und tauche nun hinein in die Energie des Tages. Namaste zu unserem Tagesimpuls vom 17. Oktober. Unsere Siegel sind heute die folgenden. Wir haben als erstes Siegel Solaya. Dann haben wir Ayuna. Und dann haben wir Lemati. Wow. Ja, heute ist ein wunderbarer Tag, an dem wir wirklich unser göttliches Urvertrauen leben dürfen und mit allem aufräumen dürfen, was uns davon eben abhält. Heute ist eine intensive Reinigung mit Hilfe von Solaya angesagt, für diejenigen, die das möchten. Solaya ist ja das Siegel, was uns ganz, ja, uns selbst sein lässt, was unsere Sonne für uns strahlen lässt. Und Solaya ist wirklich wunderbar, um in die eigene Kraft zu kommen, um im eigenen Frieden zu sein. Die höchst entwickelte Form des Solarplexus ist der Friede, die niederst entwickelte Form ist immer die Macht und die Kontrolle. Und wenn wir im Frieden sind, dann müssen wir nicht mehr kämpfen, dann müssen wir uns nicht mehr anstrengen, weil alles reichlich da ist. Und Solaya hilft uns eben, in diesen Frieden zu kommen, in diese Ruhe und gleichzeitig aber auch in diese Bereitschaft und in diese Kraft. Und Solaya hilft uns wirklich auch dabei, uns komplett zu reinigen von all dem, was wir eben nicht sind. Ja, von Energieräubern, von Programmierungen, von Besendungen, von künstlicher Intelligenz. Ich spreche da sehr oft drüber, ja, dass wir ganz schnell und leicht zu besenden sind durch irgendwelche fremden Stoffe, die wir in uns haben, Aluminiumpartikel und so weiter, ja, die besendet werden und dann wirklich programmiert werden. Viele sagen, oh, ich bin das gar nicht mehr. Ich habe das Gefühl, ich bin wie fremdgesteuert und das ist bei vielen Menschen auch so. Das geht uns allen ein Stück weit so. Deswegen ist es so wichtig, dass wir unser Energiefeld wirklich reinigen. Und Solaya hilft uns dabei, dass alles, was eben nicht zu uns gehört, rausgeht und unsere Sonnenkraft vollumfänglich in uns wirklich sich ausdehnen und ausbreiten kann. Und in dem Zusammenhang ist es wirklich auch sehr, sehr wichtig, das ist so mein Tagesablauf im Prinzip oder mein Tagesbeginn, dass ich mein Energiefeld reinige und im nächsten Schritt schütze. Man kann ganz wunderbar eben mit Solaya diese Reinigung vollziehen und im nächsten Schritt mit Anjolu dieses Schutzfeld aufbauen, der göttliche Ausdruck in seiner Vollendung, deine Wahrheit, wer bist du nicht. Ja, das zu leben und die eigene Wahrheit auszusprechen, hat immer was mit Grenzen setzen zu tun und Grenzen sind Schutz. Und du kannst dir vorstellen, dass du in der Mitte von Anjolu sitzt und dass jede dieser einzelnen Hüllen eine spezifische Schutzhülle darstellt vor Energieräubern oder vor jeder Art von negativer Energie, vor Mangel, vor was auch immer dich gerade eben beschäftigt, vor Menschen, die es nicht gut mit dir meinen oder was auch immer. Und wenn du dann in dieses Feld eintauchst, in dieses Anjolu-Feld, in dein eigenes Wahrheitsfeld, Anjolu befähigt und ermächtigt dich eben, deinen göttlichen Ausdruck in seiner Vollendung zu leben, das, wer du bist, ohne dass da jemand anders was reintut oder dir was wegnimmt. Und diesen Aspekt von Anjolu, diese Fähigkeit, dich wirklich selbst zu schützen, dadurch, dass du deine Wahrheit lebst und dadurch, dass du Grenzen setzt, diesen Aspekt möchte ich heute von Anjolu ganz besonders herausstellen und auch annehmen, also ihn initiieren wirklich, dass wir diesen Aspekt in uns alle stärken, ja, die Fähigkeit, uns zu schützen durch das Aussprechen und Leben der eigenen Wahrheit, dadurch bauen wir eben Grenzen aus. Und Lemati hilft uns dabei, das Kleine, das sich an das Große anlehnen kann, um über sich selbst hinauszuwachsen. Lemati ist das Siegel, das dir einfach hilft, diese Liebe anzunehmen und diese Liebe auch zu geben. Und wenn du rein bist und wenn dieser ganze andere Mist draußen ist und wenn du wirklich in deinem heiligen inneren Raum Platz genommen hast, haben ja die Tage auch schon öfters darüber gesprochen, und diesen heiligen inneren Raum schützt, dann kannst du dich wirklich an das Göttliche in dir anlehnen, dann kannst du zur Ruhe kommen, dann bist du in deiner Verbindung. Und Lemati hilft dir eben alles, was auch den Zweifler in dir hochkommen lässt. Ja, woher soll ich wissen, ob das meine Intuition ist oder ob ich mir das nur einbilde? Trust is a choice, Vertrauen ist eine Wahl. Eben in dieses göttliche Vertrauen zu kommen und dieses göttliche Urvertrauen,
das weiß, dass ich getragen bin, dass es eine Kraft gibt, die mich da durchträgt, egal was auch immer in der äußeren Welt geschieht, die stärker ist als alles andere. Ja, und die uns wirklich dieses, was auch immer geschieht, es ist das Beste für mich, es ist zu meinem Besten und alles, dieses alles wird gut. Ja, das ist nicht nur ein Spruch, sondern das ist, darf eine Lebensphilosophie sein, dass wir so getragen sind von der göttlichen Quelle, dass egal was in der äußeren Welt auch geschieht, wir in diesem alles ist gut Modus sein dürfen. Und was dem eben entgegensteht, ja, indem wir vielleicht in unserem Gottvertrauen verletzt worden sind, in anderen Inkarnationen, Lemuria, Atlantis, ich habe auch schon sehr oft darüber gesprochen, ja, all das darf wirklich in die Heilung gehen, damit wir in diesem fließenden Schutz, ja, unseres eigenen Seins sein dürfen. Das ist Anbindung pur. Ja. Ich reinige mein Feld, ich schütze es und ich bin einfach in der Anbindung und in der Hingabe. Und dieses Bewusstseinsfeld, das uns alle befähigt und ermächtigt, unser Feld zu reinigen, es zu schützen und in der Anbindung zu sein, das möchte ich jetzt gerne mit allen lieben Verbundenen initiieren. Om Solaya, Om Anjolu, Om Lemati, Om Solaya, Om Anjolu, Om Lemati, Om Solaya, Om Anjolu, Om Lemati, Om Solaya, Om Anjolu, Om Lemati. Ich wünsche dir einen ganz, ganz wundervollen Tag, an dem du wirklich in deiner Anbindung sein darfst und kannst, ja, und in dieses Kraftfeld, dein eigenes Kraftfeld, wirklich vollumfänglich schützen kannst. Bis morgen. Wenn du mehr über die wundervollen und nahezu unbegrenzten Anwendungsmöglichkeiten der 12 Sieger erfahren möchtest, findest du unter diesem Video in der Infobox alle Informationen zu Britas Fernkurs Die 12 Siegel des Metatron. Werde Heiler mit kleinem oder großem H. Erlerne in Britas Fernkurs, wie du die Siegel bei dir selbst und auch bei anderen anwenden kannst. Du erhältst ausführliches Hintergrundwissen und die gechannelte Bedeutung eines jeden einzelnen Siegels. Abonniere jetzt kostenlos und unverbindlich mit nur einem Klick auf Britas Bild den Kanal, denn dann bekommst du automatisch eine Benachrichtigung, wenn Britta neue Videos veröffentlicht. Klicke rechts, wenn du Britas Gratiskurs Warum die Dinge so sind, wie sie sind, kostenlos und unverbindlich anschauen möchtest. Ich wünsche dir nun einen wundervollen, inspirierten Tag.